Was ist der wichtigste Nährstoff bei Diabetes? Wie verhinderst du chronische Erkrankungen im Allgemeinen, vor allem bei Kindern? Und kannst heute schon messen, wie wahrscheinlich das wird? Und ein Paradigmenwechsel. Ein bisher schädlicher Inhaltsstoff wird nun zur Wunderwaffe gegen Schlaganfall, Arteriosklerose und Herzinfarkt. Prall gefülltes Wissen mit aktuellen Studien aus der wissenschaftlichen Forschung. Was ist der wichtigste Nährstoff bei Diabetes oder bei Vorstufen davon? So wichtig, dass in einer neuen Studie in Wuhan in China mit 40.000 Teilnehmern man sicher sagen kann, dass wenn dieser Nährstoff erhöht wird, man 7% länger lebt und zu 12% weniger an Herz-Kreislauf-Problemen stirbt. Ein Nährstoff. Folsäure. Wo ist er drin und was macht Folsäure genau und was muss man unbedingt beachten, wenn man Folsäure isst, damit es auch aufgenommen wird? Kaum haben die winzigen, aber mächtigen Folsäuremoleküle unseren Gaumen berührt, formieren sie sich zu einer unaufhaltsamen Armee von Zellschützern und Gesundheitswächtern. Wie feurige Kometen rasen sie durch unsere Adern und bringen jede einzelne Zelle zum Leuchten. Die Folsäure-Truppen, die starten einen gewaltigen Reparatur- und Reinigungsfeldzug auf molekularer Ebene. Alte geschädigte Zellen werden durch neue, brandneue, energiegeladene Zellen ersetzt und es ist ein wahres Wunder der Verjüngung, diese Folsäure. Und ganz wichtig, im Kampf gegen Zucker zeigt Folsäure keine Gnade. Es bändigt sogar die wildesten Blutzuckerschwankungen in unserem Körper. Diabetische Gefahren werden einfach so weggezaubert. Bisschen übertrieben, aber Social Media gerecht. Wo ist es drin? Dunkelgrünes Blattgemüse, Linsen und Vollkorn. Und was auch ziemlich geil ist, Orangen haben nicht ganz so viele Folsäure wie die Vorgänger, die ich genannt habe, aber viel leckerer. Was Orangen aber zu einer fast noch besseren Quelle für Folsäure macht, ist, du kannst im Gegensatz zu Vollkorn, Linsen und dunkelgrünem Blattgemüse solo essen, weil du auch Brot und Gemüse solo geschmacklich essen könntest, sondern weil Folsäure auch Vitamin C braucht, um richtig aufgenommen zu werden. Und das hast du eben in der Orange direkt mit drin. Also entweder pure Orange oder eines der anderen Sachen, die ich gesagt habe, plus Vitamin C. Rote Paprika zum Beispiel lässt sich wunderbar mit dunkelgrünem Blattgemüse, Linsen und auch mit Brot kombinieren. Über 30 Jahre lang wurden 40.000 Menschen beobachtet. Das ist ein Wahnsinnswissen, was wir da bekommen. Deutlich, je höher die Folsäureaufnahme, desto niedriger das Sterberisiko von Leuten, die Diabetes haben, eine Vorstufe davon, oder irgendwann Diabetes bekommen. Folsäure ist ein B-Vitamin und der Luke Skywalker im Kampf gegen die Dunkelheit. Zweite Studie, krasses Experiment in Illinois in den USA. Chronische Krankheiten haben bei Kindern in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Eine neue Studie zeigt, wie du das für dein Kind verhindern kannst, was natürlich auch für dich gut ist. Wichtig ist grundlegend, dass du weißt, dass umso mehr Entzündungen du in deinem Körper hast oder Körper des Kindes auftauchen, umso anfälliger bist du für chronische Erkrankungen. Weil so Entzündungen, die ziehen ganz schön Energie. Man hat nun in Illinois, in den USA, Kindern in die Augen geschaut. Und zwar ganz genau. Da hat man etwas in den Augen gefunden, was im direkten Zusammenhang steht, wie sehr diese Kinder an chronischen Erkrankungen in Zukunft leiden werden. Sogenannte Carotinoid-Pigmente. Diese zeigen in den Augen ganz klar, wie anfällig das Kind für zukünftige chronische Erkrankungen sein wird. Denn umso mehr Carotinoid-Pigmente im Augen, umso niedriger waren die Entzündungswerte beim Kind. Und wie bekommen wir nun die Carotinoid-Pigmente in das Auge unserer Kinder? Du kannst dir schon denken. Möhre, ja. Ich weiß, manche Kinder essen nicht gern Möhre. Dann püriert sie mit Tomaten und macht daraus Nudeln mit Tomatensauce. Möhren sind da drin, das schmecken die gar nicht. Steckt sie püriert in den Kuchen. Püriere sie, mach sie in den Aufstrich, was auch immer. Möhre ist erstmal grundlegend eher süß. Und Kinder haben noch eine gesunde Einstellung zur Süße. Denn Süße suggeriert in der Natur dem Körper, dass es wertvoll ist. Leider haben viele Erwachsene regelrecht Angst vor Süße, nur weil der extrahierte Zuckerkonsum in unserer Vergangenheit zu Recht problematisiert wird. Aber Süße auf natürliche Weise ist ein sicheres Zeichen für gesunde Ernährung.
Carotinoidpigmente fungieren als natürlicher Radikalfänger und kappen die Entzündungsreaktion in den Körper deines Kindes. Und es ist natürlich nicht nur die Möhre, es sind auch die Goji-Beeren, es sind Aprikosen, Mango, Süßkartoffeln, Tomaten. Alles mega wichtig dafür, dass dein Kind keine chronischen Erkrankungen bekommt oder zumindest das Risiko reduziert. Es gibt natürlich unglaublich viele Einflussfaktoren. Ernährung ist immer nur ein Faktor. Aber der ist sehr einfach optimal zu gestalten. Also gerade bei Kindern sind Carotinoide sehr, sehr wichtig. Sehr unwichtig galt bisher, das haben wir bei der dritten Studie, das Nitrat. Im Gegenteil, viele haben sogar Angst vor Nitrat, denn es galt bis heute als gesundheitlich bedenklich. Nun weiß man, genau das Gegenteil ist wahr. Die Ernährungswissenschaft ist wirklich noch nicht so alt. Nicht mal ein Menschenleben alt. Daher gibt es auch noch so viel Unsinn. Und selbst Doktoren stellen hier auf Social Media noch alte Informationen als Wahrheit dar, als aktuelles Wissen. Daher ist es so wichtig, nur aktuelle Studien und aktuelles, wirklich aktuelles Wissen zu nutzen, um über gesunde Ernährung zu reden. Also Universität Peking in China. Natürliches, pflanzliches Nitrat wird vom Körper sehr effizient aufgenommen und verstoffwechselt. Im Nitrat-Nitrit-Stickstoff-Monoxid-Kreislauf wird dann das Stickstoffmonoxid hergestellt und das bis zu 25%. Während zu viel Stickstoffmonoxid auch problematisch ist, habe ich auch schon thematisiert, kann man Stand heute sagen, in der Gesellschaft liegt eher grundlegenden Stickstoffmonoxid-Mangel vor. Auch weil die Synthese im Alter bei uns abnimmt und schlechte Ernährungsgewohnheiten der Nachkriegsgeneration, wo man einfach immer noch schnell viel Energie bunkern wollte, sich in einer veralteten Gesellschaft heutzutage tatsächlich so etabliert haben. Dabei schützt Stickstoffmonoxid vor Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall. Selleriesaft, das ist ein moderner Klassiker für einen hohen Nitratgehalt und da auch die vielen positiven Wirkungen. Manch einer hat mit dem Bewerben von Selleriesaft ein ganzes Imperium aufgebaut. Ich nenne mal keine Namen. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, wen ich damit meinen könnte. Mehr Nitrat in der Ernährung kann dich und dein Kind natürlich leistungsfähiger machen. Das ist wieder mal ein Mythos, der ausgeräumt wurde. Wo ist noch viel Nitrat drin? Na klar, rote Beete, Fenchel, Spinat. Und ich sag dir noch was. Auch Oxalsäure hat viele gesunde Effekte. Da ist man gerade dran. Und anstatt sich zu beschweren, dass was gestern noch ungesund war, heute nun als gesund gilt, und dann sollte man sich freuen, dass auch in der Ernährungsforschung ständig Fortschritte gemacht werden und nicht alte Ideologien immer wieder wiedergekäut werden oder manche, die dem nachweinen. Go with the flow oder dein Körper wird leiden. Und wenn du immer am Stand der aktuellen Forschung bleiben willst und trotzdem das einfach und praktisch in deinem Alltag umsetzen willst, dann gibt es wohl keinen besseren Kanal in Deutschland als hier bei Raw Spirit. Seit 10 Jahren. Und wenn man mich lässt, noch so lange wie möglich, wird es diesen Kanal hier geben. Das war es wieder mal in eines der kurzen, knackigen Formate, um dich einfach auf den aktuellen Stand zu bringen mit 3 aktuellen Studien. Gefällt dir das? Dann mache ich das auch weiter. Teil das Video, like das Video. Alles Liebe, dein Samu.